Kurze Sache zwischendrin, ist schon was älter, aber hey, vielleicht kannst du ein oder andere brauchen. Ich habe ein Siglent Oszilloskop, genauer gesagt das 1002 CNL. Das ist, glaube ich, der Vorgänger hier von denen. Und da wollte ich jetzt mal ein Firmware-Update machen. Das ist etwas komplizierter, dummerweise. Deswegen kurze Info. Also erstmal auf die Webseite, das ist siglent.com. Wichtig, die offizielle Webseite. Es gibt ein paar inoffizielle. Die haben die ganzen Sachen nicht. Da ist Service Support, Firmware und Software und dann auf Firmware. Dann kommt hier so eine schöne Liste. Und ja, das ist offensichtlich deren Ernst. Ihr dürft dann alle Seiten durchgehen, so lange bis dass ihr irgendwo euer Modell findet. In dem Fall hier 1000 CNL. Ja, ist die 1000er Serie, kommt hin. Wenn wir reingehen, dann sehen wir hier Imprint, da 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 da. Für CNL 1102 CNL, das klingt richtig. Wieso auch immer jetzt hier Meldungen kommen, dass ich nicht eingeloggt bin. Eben ging das aber. Das können wir hier runterladen, wenn wir unten in die Ecke gucken. Ja, das ist eine sehr seltsam benannte RAR-Datei. Ich lasse das einfach mal so stehen. Und ja, Download auch. Dauert relativ lange. Die Server sind jetzt nicht unbedingt die schnellsten. Wenn wir die Datei von der Website heruntergeladen haben, haben wir zwei Dinge, nämlich einmal die eigentliche Firmware-Update-Datei im ADS-Format und die README als BMP. Okay, gut. Kann man tun, ist eine schlechte Idee. Wie auch immer, hier steht Oszilloskop ausschalten, USB-Stick einstecken, Press Utility, then Next Page. Power On. Never mind. Power On, Insert, Utility, Next Page. Firmware-Update, ja, okay, das klingt irgendwie gut. Was hier nicht drin steht, was man beachten sollte, das Gerät hat ein Problem mit USB-Sticks, die größer als 4 GB sind. Das heißt also besser etwas kleineres benutzen. Ich habe hier zum Glück noch einen Stick, das ist ein 2 GB, das sollte passen. Also fügen wir das da mal ein. Und wichtig, ihr kennt den Spaß ja, einmal bitte auswerfen, ansonsten kann das zu Problemen kommen. Kann jetzt entfernt werden. Klingt gut. Dann einmal rüber zum Oszilloskop. An ist es ja schon. Stecken wir mal ein. Müsste theoretisch jetzt erkannt werden. Okay, press single to exit. Utility. Nächste Seite. Aha, jetzt hat er ihn auch erkannt. Nächste Seite. Firmware Update. Prepare. Press single key to begin. Single key. Okay. Da haben wir die ADS-Datei, die klingt gut. Laden. Updating Firmware now. Firmware has been updated, please cycle power. Okay, das kriegen wir hin. Also einmal aus, einmal an. Okay. Dann schauen wir mal, was er sagt. Der Piep ist auf jeden Fall anders, würde ich sagen. Systemstatus und 51229, das klingt richtig. Was wir noch tun sollen, wenn wir uns hier nochmal die README angucken, ist jetzt noch Safe Recall Factory. Na gut, ich habe ja eh nichts drauf. Type to Factory. Update CFG. Ich habe gar keine CFG-Datei. Okay, gehen wir mal davon aus, dass wir keine brauchen. Dann sollte sich das Thema erledigt haben und wir sollten jetzt hier mit der neuen Firmware arbeiten können. Abbrechen, abbrechen. Okay. Und da sind wir auch mit einem Testsignal. Also, ja, zumindest mal die Firmware ist drauf, sollte funktionieren. Ich hoffe mal, dass das hier halbwegs stabil läuft und dann auch dauerhaft das tut, was es soll.